Das ist unser Hützenstüb. Oh, das ist aber süß. Der Gastraum der U-zeitigen Wirtschaft bietet bis zu 32 Gästen Platz. Frank Rosin begutachtet die Räumlichkeiten ganz genau. Naja, Papierservietten ist natürlich hier. Fass mal selber an. Ja. Das ist ja eine Küchenrolle noch wertvoller. Und dann hier nochmal die Papiersets nochmal hier drunter. Aber auch wieder Dreck hier, guck mal. Ist auch wieder alles voll. Ist das denn so typisch Erzgebirge hier oder was ist das? Ja. Das ist typisch erzgebirgisch. Was ist nochmal typisch erzgebirgisch? Das Urische heißt. Das Urische, genau. Der Hützenstüb. Ich bin mal gespannt, ob deine Küche auch so urig ist. Der 27-jährige Rocco ist stolz auf seine Herkunft. Ob sich seine erzgebirgischen Wurzeln auch in seinen Kochkünsten spiegeln, darauf ist Frank Rosin gespannt. So. Das ist die Küche. Das ist die Küche. In circa 3 Stunden kommen 12 Testesser. Die werden euch testen. Ihr bietet denen was an, wie ihr das immer macht. Wie der normale gastronomische Ablauf bei euch ist. Ganz normal à la carte. Ganz, das ist mir egal, was ihr wollt. Das ist euch überlassen. Mhm. Ich gucke mir das an, um mir eine Meinung zu bilden. Mhm. Und die Testesser werden das nachher auch tun. Sie werden das Ganze bewerten. Was ist los? Du guckst so, als wenn... bist du schlecht drauf? Oder nein. Alles okay. Ja? Mhm. Das ist eine schwierige Situation. Ne? Los geht's. 12 Gäste auf einen Schlag. Für Hotelier und Küchenchef Rocco eine ungewohnte Herausforderung. Ich habe mir im Vorfeld schon Gedanken gemacht gehabt. Was machst du, wenn Frank wirklich hierher kommt und es heißt Testessen? Was machst du? In dem Moment war es weg, was ich mir überlegt hatte. Also war ich schon am Rödeln in dem Moment und dachte, was machst du denn jetzt vor lauter Schreck? Zusammen mit Birgit muss sich der 27-jährige Sachse notgedrungen einen neuen Plan einfallen lassen. So, was macht ihr jetzt? Planung fürs Abendessen. Für die 12 Tests. Also. Aha, was habt ihr vor? 3-Gänge-Menü. Okay. Was soll es geben? Als Suppe haben wir jetzt eine Gemüsebrühe Celestine, also mit Eierkuchenstreifen drin. Mhm. Muss ich bloß jetzt losfahren schnell und Gemüse holen. Kein Gemüse da? Nee. Und warum machst du es dann, wenn da kein Gemüse da ist? Ja, ich kann es à la carte machen, aber da habe ich okay Gemüse da. Aha. Rocco hat da wohl seine eigene Logik. Gut, und zum Hauptgang? So, zum Hauptgang sind wir gerade am Überlegen. Machen wir Schnitzel? Bratkartoffeln? Und zum Dessert? Eis mit heißen Himbeeren, hä? Wenn du genügend da hast. Ich kann ja noch welche mitbringen. Das 3-Gänge-Menü steht schon mal. Mal wieder Schnitzel. Das Maß aller Dinge auf Deutschlands Speisekarte. Sehr, sehr erzgebirgisch. Immerhin, hier wird tatsächlich mit frischen Zutaten gekocht. So frisch, dass der Chef sie erst noch besorgen muss. Aber sind sie auch, wie versprochen, typisch erzgebirgisch? Gibt's also erzgebirgerische Bratkartoffeln oder erzgebirgerischen Salat oder so? Nee, frische erzgebirgische Bratkartoffeln, wie es gehört. Achso, und was, wie sind erzgebirgische Bratkartoffeln? Die stehen mit Speck und schön knusprig. Ja. So machen sie aber 83 Millionen Deutsche. Das stimmt. Aber es wird immer seltener so gemacht, habe ich gehört. Schnell zeigt sich, Rocco gibt gerne Kontra. Wahrscheinlich könnte er auch eine Pizza als typisch erzgebirgisch verkaufen. Gibt es denn ein Kochbuch, das schöne Erzgebirge-Schnitzelbuch? Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass das Schnitzel ein richtiges erzgebirgisches, typisches Gericht ist. Aber es wird hier viel gegessen. Du sagst, dass du hier alles erzgebirgisch machst. Das Haus soll das ausstreuen. Was meinst du wohl, warum so einer wie ich oder Gäste aus Dresden oder um der Umgebung, warum die hier hinkommen sollen, um bei dir zu essen? Wegen dem typisch erzgebirgischen, denke ich. Ja, Schnitzel mit Bratkartoffeln. Nee. Ja, ich weiß, es sind alles Ausreden, aber wenn ich jetzt was back, dann steht's, dann kommt niemand zu. Und was machen dann? Kannst du direkt dich machen. Unterdessen sind die Testesser schon auf dem Weg. Im Auto besuchen sie die Internetseite vom Landgasthof zur U-zeitigen Wirtschaft. Und die verspricht einiges. Wir bereiten alle Gerichte nur mit frischen Zutaten zu und verwenden dabei vorwiegend regionale und saisonale Produkte. Okay, dann bin ich echt gespannt. Oh, da freue ich mich auf frische Pilze, Maronen, Pfifferlinge,
mit Knödeln, Kartoffeln und irgendwie so Hirsch- oder Rehbraten. Das wär echt geil. Die Homepage weckt hohe Erwartungen. Ob die durch das Testessen erfüllt werden können, daran hegt selbst Servicekraft Birgit Zweifel. Das Schlimmste, was heute Abend passieren könnte bei dem Testessen, wenn die Gäste alle sehr unzufrieden wären, wenn das Essen absolut nicht schmeckt und das ganze Ambiente nicht stimmt und uns auch noch einen Kopf kleiner machen würden. Das wäre Horror. In der Küche herrscht reges Treiben. Rocco ist mitten in den Vorbereitungen für den Hauptgang Schnitzel mit Bratkartoffeln. Frank Rosin beobachtet still die Küchenabläufe des Kochs und entdeckt dabei einen schwerwiegenden Fehler. Normalerweise schreitet der Sternekoch beim ersten Testkochen nicht ein, aber das hier ist ein Notfall. Rocco, du hast doch Koch gelernt. Mhm. Und was macht man, wenn man so einen Schweinerücken hat? Was macht man als erstes? Fett wegschneiden. Weil? Weil das fest wird. Das schmeckt ja nicht. Warum? Was ist das denn da drauf? Das Fett. Und? Eine Sehne. Ja. Mit der Sehne da drauf, ne, kann ich ein Auto abschleppen. Mhm. Was? Weißt du es nicht besser oder machst du es, weil du einfach zu faul bist und es einfach nur da wegschneidest? Ich weiß es schon. Ich mach's nochmal, aber. Das ist schlampig, ist das. Das ist wieder ein Grund, warum die Leute hier in den Berg nicht rauffahren. Und diese Sehne, die kann man nicht essen. Also geht man hin und schneidet das weg. Da fliegt mir ja das Black weg. Langsam wird Rocco bewusst, mit Ausreden wird er keinen Weg aus der Misere finden. Viel wusste ich auch nicht. Aber dieses Zugeben, dass man was nicht weiß, das fällt mir immer verdammt schwer. Schon jetzt stößt Rocco an seine Grenzen. Wie wird er erst mit der Kritik von 12 Testessern zurechtkommen? So, 15 Minuten sind die Gäste da. 15 Minuten noch. Warum machst du denn schon die Schnitzel? Ja, weil ich gedacht hätte, Viertel. Vor uns halb hieß es 45 Minuten noch. Ja, aber dann gibt's doch erstmal eine Vorspeise, das ist die Suppe und dann gibt's doch erst das Schnitzel. Ist doch dann sowieso zu früh, oder? Und weißt du, warum das passiert? Weil ihr keinen Plan habt und weil ihr nicht miteinander redet. Warum macht ihr jetzt schon die Schnitzel? Mensch, Rocco. Ich krieg an den Nerven. Ob er das noch gebacken kriegt? Ehrlich, das weiß ich nicht.